Vorderpfalz aktuell. Nachrichten und Informationen aus der Vorderpfalz. Die Jugendfeuerwehr im 123. Jahr der Freiwilligen Feuerwehr Neuhofen gegründet. Wenn Sie bei Blickpunkt Neuhofen mitmachen wollen, dann können Sie das. Schreiben Sie uns oder rufen Sie uns einfach an. Blickpunkt Neuhofen, Andreas P. Klamm, Schillerstraße 31 in 67141 Neuhofen, Telefon 06236 52434 oder 0177 36 91373. Mehr Informationen und mehr Adressen gibt es im Abspann. Oder rufen Sie ganz einfach an. Telefonnummer 06236 52434 oder 0177 36 91 373. Infos gibt es auch im Internet unter www.-neuhofen.de.vu Virtual Union. In Neuhofen hat der Tag der offenen Tür der Freiwilligen Feuerwehr stattgefunden. Hier unsere Zusammenfassung. Beim Tag der offenen Tür der Freiwilligen Feuerwehr gab es jede Menge Attraktionen. Es gab einen Losstand, bei dem es viel zu gewinnen gab, schöne Blumen, und es war jede Menge los bei gutem Wetter. Wie das auf Festen so üblich ist, gab es natürlich auch was Gutes zu essen.
und dementsprechend hoch war auch die Besucherzahl. Seit 5. Bitte? Das ist ein Ehrenamt, was ja. Ist eigentlich honoriert? Nee, also nicht direkt, aber man macht es halt gern und es macht Spaß, ja. Wie ist das, wenn Sie zu schwer einsetzen kann, mit dem man schwer zurechtkommt, mit dem man schwer betrachten kann? Ja, sowas gibt es schon, aber ich muss sagen, also bis jetzt ist sowas noch nicht vorgekommen und ich hätte sowas auch noch nicht gebraucht bis jetzt. Ist okay. Sehr gut bisher, gutes Essen, gutes Getränk, schönes Wetter, also sehr gut. Feuerwehr Limburger Hof, Jugendfeuerwehr. Hallo! Ich ja! Nee. Möchtest du Jugendfeuerwehr? Hä? Möchtest du Jugendfeuerwehr? Elite aus Neuhoffe. Hi. Als ich seit gegründet wurde. Was ist dein Name? Sven Raupenheim. Stanislav. Ich. Wie lange sind wir? Auch seit 4. Mai. Was? Mir gefällt es sehr gut. Ja, mir auch. Also wir haben jetzt eigentlich nur bis 5 Tage auf der Tür geübt. Yes. Mein Cousin, ja. Oder mein Neffe. Feuerwehr. Willkommen heißen bei dem Tag der offenen Tür unserer freiwilligen Feuerwehr hier in Neuhofen, hier direkt beim Gerätehaus. Zunächst einmal darf ich Sie als Bürgerinnen und Bürger, als Gast dieses Festes ganz herzlich willkommen heißen. Es gibt keine offizielle Begrüßung
an dieser Stelle. Trotzdem lassen Sie mich ganz besonders den zuständigen Beigeordneten hier für den Bereich der Freiwilligen Feuerwehr begrüßen. Ich darf ganz herzlich begrüßen unseren zweiten Beigeordneten Werner Schumacher. Dann darf ich natürlich ganz herzlich willkommen heißen, die Damen und Herren Gemeinderäte. Aber ganz besonders möchte ich natürlich alle Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr aus Neuhofen willkommen heißen und unsere Gäste von den Nachbarwehren, die sich auch zu diesem Nachmittag hier eingefunden haben. Für die Freiwillige Feuerwehr Neuhofen darf ich stellvertretend erst einmal für die ganze Führungsspitze Herrn Wehrleiter Schoch ganz herzlich begrüßen. Mit ihm zusammen natürlich alle, und auf diese Anrede muss man mittlerweile Gott sei Dank Wert legen, alle Kameradinnen und Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Neuhofen. Ganz herzlich willkommen zu eurem Tag der offenen Tür. Ja, und zum Schluss aber ganz besonders, das sind die Angehörigen, Jungen und Mädchen der heute zu gründenden Jugendfeuerwehr der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Neuhofen. Herzlich willkommen hier bei uns. Heute vor 123 Jahren haben sich zusammengefunden, um die Freiwillige Feuerwehr Neuhofen zu gründen. In 2 Jahren also wird dieser denkwürdige Tag zum 125. Mal auch in größerem Rahmen als Jubiläum gefeiert. In Anbetracht dieses Tages erscheint es mehr oder weniger als logisch, dass dann im 123. Jahr die Jugendfeuerwehr offiziell heute gegründet wird. Ich denke, diese beiden Termine zusammenzufassen, ist mit Sicherheit ein historischer Grund, für den es sich lohnt, im Rahmen dieses Festes hier zusammenzukommen. Was es natürlich noch zu berichten gibt, meine sehr geehrten Damen und Herren, den Tag der offenen Tür, den feiern wir mittlerweile hier in Neuhofen schon seit 20 Jahren. Und insoweit reihen sich die Jubiläen mehr oder weniger nahtlos aneinander. Für mich ist es dieses Jahr das 10. Mal, dass ich hier beim Tag der offenen Tür mit dabei sein darf, um auch die Einweihung bzw. die Eröffnung selbst durchzuführen. Immer ein großer, immer ein wichtiger Tag, denn wir laden immer ein, um erstens einmal zu feiern. Das ist mit natürlich noch weitere, immer wieder ihre Pforten öffnet, um interessierte Bürgerinnen und Bürger natürlich mit der Feuerwehr Schlagkraft über den Ausbildungsstand und letztendlich auch über das sehr gute Gerät vor Ort informieren zu können. Das ist mit ein zweiter Punkt. Ein dritter kann man durchaus auch noch deshalb wichtig, weil wir ja auch immer wieder neue, auch schon der Kreis, denn die Gründung der Jugendfeuerwehr in diesem Jahr, an diesem Tag, das ist mit Sicherheit ein ganz, ganz wichtiges Fundament für den Bestand unserer Freiwilligen Feuerwehr für die kommenden Jahre. Denn es wird sich nicht nur darum drehen, hier entsprechend auch Jugendarbeit zu leisten mit den Jugendlichen, die hier dieser Freiwilligen Feuerwehr von nun an angehören. Es dreht sich auch darum, unsere Personalressourcen entsprechend neu aufzubauen. Und wir hoffen und wünschen uns natürlich auch, dass viele derjenigen, die heute als Gründungsmitglieder dabei sind, auch natürlich in Zukunft, wenn sie dann die entsprechende Altersschwelle erreicht haben, dass sie dann später auch zumindest mal ein großer Anteil von ihnen auch als aktive Helferinnen und Helfer in diese Freiwillige Feuerwehr Neuhofen übergehen. Also insgesamt viele Punkte, für die es sich lohnt, sich einzusetzen, für die es sich lohnt, zu feiern. Und ich freue mich natürlich, dass heute gerade, heute Nachmittag bei diesem tollen Wetter, wo man normalerweise voraussetzen müsste, dass viele von Ihnen
eher am kühlen Strand verweilen, als zu der Feuerwehr zu kommen. Gerade vor dem Hintergrund freue ich mich natürlich, dass viele Bürgerinnen und Bürger, Eltern natürlich, auch unserer Angehörigen der Jugendfeuerwehr, dass die sich hier zu diesem denkwürdigen Ereignis eingefunden haben. Eines möchte ich an dieser Stelle auf jeden Fall nicht vergessen. Ich möchte mich ganz, ganz herzlich bei all denjenigen bedanken, die diesen Tag heute durchführen, die den organisieren. Das heißt, der Hauptdank gilt in erster Linie all denjenigen, die hinter den Kulissen zuarbeiten, dass ein solcher Tag der offenen Tür, ein solches Fest wie dieses überhaupt durchgeführt werden kann. Ich wünsche Ihnen allen, meine sehr geehrten Damen und Herren, hier natürlich frohe Stunden bei der Freiwilligen Feuerwehr. Und man kann natürlich in den Vordergrund stellen als Motto für einen solchen Tag, wer hier mit unserer Freiwilligen Feuerwehr Mikrofon übergeben an unseren zuständig führen. Er wird die Gründung der Jugendfeuerwehr durchführen. Wir werden allgemein. Damen und Herren, Sie haben es gehört aus dem Munde des Bürgermeisters, ein wahrhaft denkwürdiger Tag in der 123-jährigen Geschichte unserer Freiwilligen Feuerwehr. Werner Schumacher. Feuerwehr und hinter mir aufgereiht Kinder, Jugendliche, männlich, weiblich, in eine solch große Zahl von Jugendlichen den Weg zu unserer Feuerwehr gefunden. Jugendfeuerwehr unserer Gemeinde sind, werden sicherlich woanders keines dummes Zeug anrichten und sind bei uns gut aufgehoben. Neben dem erzieherischen Faktor lernen sie ja auch noch was. Und deshalb darf ich Ihnen mal vorstellen, die Männer und Frauen, der Vater des Gedankens, schon vor Jahren haben wir uns damit beschäftigt, immer wieder ist es gescheitert. Und jetzt im Mai kam der Aufruf, dass wir uns alle einmal treffen hier im Feuerwehrhaus. Und so war es. Viele interessierte Jugendliche mit ihren Eltern waren da. Und dann haben wir spontan festgelegt, wir machen es. Die Jugendfeuerwehr wird gegründet, und zwar am Tag der offenen Tür. Und das ist heute. Ja, Vater des Gedankens, unser Wehrleiter, nämlich Heinrich Schoch. Und die Jugendfeuerwehr wird geleitet, das darf ich Ihnen auch sagen, von unseren aktiven Feuerwehrleuten, die die Ausbildung und die Betreuung übernommen haben, als Leiter der Jugendfeuerwehr, Matthias Kottwitz. Kommt mal ein bisschen vor, zunächst mal. Dann der Peter Eimann, der Sven Fischer, Dirk Grund, Markus Sturm. Und da wir in der Jugendfeuerwehr auch Mädchen haben, und wir haben ja auch aktive Feuerwehrfrauen bei uns, das ist die Marta Tajaschkowski. Ich darf hier namens der Gemeinde die Urkunde übergeben. Und dazu für seine langen und treuen Dienste wurde Wehrleiter Heinrich Schoch ausgezeichnet. Was wäre unser Wehrleiter Heinrich Schoch ohne seine Frau, die übrigens auch aktive der Feuerwehr ist. Und deshalb darf ich dir, liebe Birgit, an dieser Stelle als ganz kleines Dankeschön für die Unterstützung einen Blumenstrauß im Namen der Gemeinde überreichen. Und ich glaube, einen sehr schönen Blumenstrauß. Herzlichen Dank. So, dann habe ich gerade gesehen den Herrn Bog, den Leiter unserer örtlichen Frau Erbank. Von der Frau Erbank habe ich hier ein Kuvert. In diesem Kuvert sind unter anderem zwei blaue Scheine. Und darüber freuen wir uns ganz besonders, denn die Frau Erbank teilt mit: Zur Gründung einer Jugendfeuerwehr wollen wir Ihnen Glück und viel Erfolg wünschen. Und dann noch so ein bisschen was. Wir bleiben mit freundlichen Grüßen, Frau Erbank. Zur Nachahmung empfohlen, Herr Bog. Herzlichen Dank. Das übergebe ich dem Herrn Kottwitz, dem Leiter unserer Jugendfeuerwehr, denn für Sie ist das Geld bestimmt. Und dann darf ich namens der SPD Neuhofen ein weiteres Kuvert mit einem Scheinchen übergeben. So, vielleicht schließen sich noch welche an. Ich bedanke mich jetzt schon mal ganz herzlich für die Gründung im Anfangsstadium, die Arbeit, die ihr euch gemacht habt. Und wie gesagt, die Gemeinde spontan hat sich dazu entschlossen. Von der Gemeinde gibt es nämlich auch etwas, nämlich indem wir für eure Aussteuer und so etwas mit beitragen, das heißt nicht nur mit beitragen, sondern das Ganze finanzieren müssen.
Und ich hoffe, dass der Gemeinderat, es gibt viele Damen und Herren, die heute hier 100 sind, ein wohlwollendes Ja dazu sagen, wenn es geht, die Gelder locker zu machen. Denn im Haushalt ist nichts drin, denn als der Haushalt zu Jahresbeginn aufgestellt wurde, gab es unsere Jugendfeuerwehr noch nicht. Aber jetzt haben wir sie. Und ich hoffe und sage ein ganz herzliches Toi, 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 gutes Gelingen und dass ihr alle unserer freiwilligen Feuerwehr immer treu bleiben möget. Und das ist euer Applaus. So. Jetzt wird die Jugendfeuerwehr einige Vorführungen machen. Es beginnt mit der Brandbekämpfung, während dann die Aktive auch noch einiges sicherlich Interessantes bieten werden. Und die Moderation für das, was die Feuerwehr Ihnen jetzt vorführt, übernimmt unser lieber Peter Eimann. Komm her. Ich übergebe das Mikrofon an dich, Peter. Meine sehr geehrten Damen und Herren, bevor wir uns vorne bitten und überreichen. Ich darf dir namens der Gemeinde die Urkunde übergeben. So. Dann habe ich gerade gesehen, wie ich glaube, einen sehr schönen Blumenstrauß. Herzlichen Dank. Neuhofen. In Neuhofen hat der Tag der offenen Tür der Freiwilligen Feuerwehr stattgefunden und es wurde die Jugendfeuerwehr gegründet. Hier unser Beitrag. Die Jugendfeuerwehr in Neuhofen wurde gegründet und sie hat am Tag der offenen Tür auch gleich noch gezeigt, zu was sie in der Lage ist. Das ist natürlich nicht zur Nachverahmung empfohlen. Hier wird ein Feuer zu Simulationszwecken gelegt. So ein Holzhaus kann natürlich ganz schnell in Flammen aufgehen und dann braucht es die Feuerwehr. Die Jugendfeuerwehr zeigt, was die jungen Leute gelernt haben in der kurzen Zeit bis zum Gründungszeitraum. Bis zum Gründungszeitraum natürlich. Hier werden die Schläuche angeschlossen, bevor es dann zum wirklichen Löschen geht. Das Haus ist schon fast abgebrannt. Was hier Demonstration, was hier Übung und Spiel ist, kann allerdings ganz schnell Wirklichkeit werden im Großen. Dann braucht es natürlich die Aktiven der Freiwilligen Feuerwehr. Dreisch Sascha. Bist du jetzt bei der Feuerwehr? Ja. Okay. Jugendfeuerwehr Schifferstadt. Mal richtig mit Ernst einsetzen dabei gewesen? Nee, noch nicht. Also man kriegt erst dann eine Zeit, ja, wenn man wirklich ran muss. Nachlöscharbeiten über.
wieder am Lachen da. Thank you.
Kreislaufzustand. Wenn eine Person nicht mehr in einer Schläge durch ein Treppenhaus nach unten verbracht werden kann, besteht die Möglichkeit, sie durch ein Fenster auf unseren Korb zu geben. Die Tragen des Rettungsdienstes passen ganz genau auf unsere Schiene drauf und die Person kann waagrecht nach unten transportiert werden. Dann in den Sprungleder fassen lassen. Ich habe 2.000 Euro bezahlt, aber die Bäume sind auch immer selber entstehen.
Thank you.
Stichwort für diese Technik, die gerade angewandt wird, ist das patientengerechte Retten. Bei der patientengerechten Retten geht man davon aus, dass die verunglückte Person so schonend wie möglich aus dem Fahrzeug befreit wird, um dann schließlich den Rettungsdienst übergeben zu werden. Die Scheibe auf der Fahrertür wurde gerade entfernt und somit wurde ein Zugang zu den Patienten geschaffen. Und durch ein Stromaggregat mit Elektrizität versorgt. Ich weiß, was machen wir wenigstens.
So, dann immer da hochziehen, ist er nach. Gewidmet, die in ihrer Freizeit ehrenamtlich oder aber auch berufsmäßig, also hauptamtlich, unter Umständen ihr eigenes Leben dafür einsetzen, um Menschen aus Gefahr und aus Not zu retten. Hey!
Das war unser Beitrag zum Tag der offenen Tür bei der Freiwilligen Feuerwehr in Neuhofen. Blickpunkt Neuhofen gibt es auch im Internet unter www.blickpunkt-neuhofen.de. Bald in diesem Programm gibt es einen Film zur Feuerwehrarbeit der Freiwilligen Feuerwehren zu sehen, demnächst auf diesem Kanal, Ihrem offenen Kanal. Wenn Sie bei Blickpunkt Neuhofen, XXL Info Reitsport Extra, Vorderpfalz aktuell oder einer der anderen Sendungen mitmachen möchten, dann ist das möglich. Wie bei der Feuerwehr ist es alles ehrenamtlich, also auch ehrenamtliche Arbeit ist bei uns möglich. Und wenn Sie mitmachen wollen, dann rufen Sie mich an, Andreas Petlam. Telefonnummer 06236, Neuhofen 06236 und dann die 52434. Oder aber übers Handy die 01773691373. Ich wiederhole, 01773691373. Wenn Sie Termine veröffentlichen lassen wollen, einfach einen Fax schicken oder anrufen. Und die, die in Neuhofen wohnen, brauchen einfach nur an den Briefkasten zu gehen, einen kurz eine Postkarte oder einen Zettel oder einen Brief reinzuwerfen. Alles ist erlaubt. Und ich freue mich natürlich, wenn viele aus Neuhofen und der Umgebung außer Vorderpfalz mitmachen. Hier bei Vorderpfalz aktuell und Blickpunkt Neuhofen, Ihrem Regional- und Lokalmagazin. Jetzt auch im Internet unter www.blickpunkt-neuhofen.de. In den kommenden Ausgaben von Blickpunkt Neuhofen gibt es dann auch wieder Angedacht, Nachgedacht mit Pfarrer Michael Herkel. Und noch ein Hinweis, am 10. September findet zwischen Neuhofen und Altrip, gestartet wird in Altrip, der Hungermarsch für Uganda statt. Hungermarsch, 10. September, Start nach dem Gottesdienst in Altrip. Deutsch-französische Begegnung in Neuhofen. Am 10. September wird in Neuhofen eine deutsch-französische Begegnung mit einem ökumenischen Gottesdienst eröffnet und gefeiert. Es kommen Gäste aus Neuhofens Partnergemeinde Elcour nach Neuhofen und werden uns die französische Lebensart beibringen. Ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal, bleiben Sie gesund, denken Sie daran, alles wird gut, hoffen wir wenigstens. Ihr Andreas Petlam. Wenn Sie wollen, rufen Sie mich an 06236 52434 oder 01773691373. In Neuhofen erreichen Sie mich postalisch unter Andreas Petlam, Schillerstraße 31 in 67141 Neuhofen. Bye bye, tschüss, salut. Vorderpfalz aktuell. Nachrichten und Informationen aus der Vorderpfalz.